Maria, ich habe in PowerPoint in einer Form eine Grafik reingepackt und jetzt stimmt da irgendwas nicht. Die Personen da drauf, die sind irgendwie so lang und dünn, aber nicht so, wie sie sein sollten. Das Problem kenne ich, Markus. Das ist aber ganz schnell zu lösen. Teilst du mir mal deinen Bildschirm, dann kann ich es dir schnell zeigen. So, wenn du dir das Bild hier anschaust, dann siehst du sofort, das stimmt einfach nicht. Okay, und das ist eigentlich jetzt mit drei Mausklicks erledigt. Klick das Bild bitte mal an. Ja. Geh mal oben im Menü auf Bildformat. Ja. Dann siehst du da auch Zuschneiden und so einen kleinen Pfeil. Klick mal Ja. drauf. Und dann gibt es einen Befehl, der heißt Ausfüllen. Und wenn du da drauf klickst, wird das Bild ausgefüllt in der normalen Größe. Die Bildverzerrung ist weg und alles ist okay. Und das war es auch schon. Oh Mann. Können Wollen wir wir es nochmal machen? durchgehen, so Bild Ja, einfügen? Schritt für Schritt. Genau, ich sehe nämlich, du hast da schon eine Folie Ja, ich vorbereitet. habe da für ein anderen Einsatzgebiet, aber die können wir nehmen. Genau. Du klickst wie gewohnt die Form an, die also ein Bild geschenkt bekommen haben soll. Du klickst jetzt mit der rechten Maustaste und wünschst dir den Befehl Form formatieren. Ich gehe mal davon aus, so hast du es bisher auch Ja, gemacht. genau. Der Aufgabenbereich öffnet sich. Du wünschst dir Füllung. Jawohl. Du gehst auf Bild- und Texturfüllung. Jawohl. Du bekommst immer so eine unschöne Musterfüllung geschenkt. Gehst jetzt auf Bildquelle einfügen und wählst das Bild deiner Wahl. Wir mal, was weiß ich, nehmen wir mal die Knaben hier Wunderbar. einfügen und jetzt habe ich genau wieder den Effekt. Genau, und das ist eben typisch für eben alle Office-Programme. Sobald wir ein Bild in eine Form einfügen, wird es gnadenlos verzerrt, wenn eben das Seitenverhältnis nicht zur Form passt. Und dann gilt immer, du gehst jetzt auf Bildformat, zuschneiden, ausfüllen und die Sache ist erledigt. Ich danke dir recht herzlich. Gern geschehen.